und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe euch ja schon mal 5 Bücher über psychische Erkrankungen gezeigt, die von Betroffenen geschrieben wurden. Und heute soll es den zweiten Teil davon geben und ich habe wieder 5 Bücher ausgesucht, die ich euch vorstellen möchte. Das erste Buch ist von Chris Gust, Wie du deine Angst den Schrecken nimmst. In dem Buch gibt es zu Beginn eine kurze allgemeine Einführung zu Angst und Panik und die Autorin erzählt auch von ihren eigenen Erfahrungen. Und hauptsächlich ist das Buch aber eine Sammlung von Hilfsmöglichkeiten und Strategien, die einem im Umgang mit Angst und Panik helfen können. Die Strategien sind nach Alphabet sortiert, also von A bis Z gibt es zu jedem Buchstaben irgendwas. Und Akuthilfen sind auch immer noch mal hervorgehoben, also irgendwelche Übungen, die einem in einer akuten Angst- oder Paniksituation helfen können. Ich finde es total gut, dass es so ein Buch gibt, weil es auch einfach die vielen verschiedenen Tipps und Strategien vereint und man sich die als betroffene Person nicht aus allen möglichen Quellen zusammensuchen muss. Und für mich waren auch einige neue Strategien dabei und es ist ein gutes Buch, wo man zwischendurch immer mal wieder reinschauen kann und durchblättern kann, um zu schauen, ob man noch irgendwas Neues daraus mitnehmen kann. Das zweite Buch, das ich euch zeigen möchte, ist von Dominique de Manet, Warum Normalsein gar nicht so normal ist und warum Reden hilft. Vielleicht kennt ihr Dominique auch von dem Instagram-Account Mental Health Crowd. Ich finde es auf jeden Fall richtig super, was sie alles macht und wie sie sich für die Anti-Stigma-Arbeit einsetzt. In dem Buch erzählt sie von ihren Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen, also mit Depressionen, der Borderline-Persönlichkeitsstörung und einer Alkoholabhängigkeit und wie sie einen Umgang damit gefunden hat und was ihr dabei geholfen hat. Außerdem bietet das Buch einen guten Einstieg und Einblick in das Thema psychische Erkrankungen und ist sehr schön geschrieben und man kann es sehr gut lesen. In dem nächsten Buch geht es um Zwangsstörungen und zwar habe ich hier das Buch von David Adam, Zwanghaft, wenn obsessive Gedanken unseren Alltag bestimmen. Der Autor leidet selbst an Zwangsgedanken und berichtet in dem Buch über seine Erfahrungen. Außerdem erzählt er von anderen Betroffenen, sodass man einen guten Einblick bekommt, wie vielfältig sich eine Zwangsstörung äußern kann. Er schreibt auch über wissenschaftliche Theorien zu dem Thema und über Behandlungsmöglichkeiten im Laufe der Zeit, die zum Teil auch sehr erschreckend sind. Und dadurch bekommt man einen guten Einblick in das Thema Zwangsstörungen, weil man zum einen die konkreten Beispiele aus der Betroffenheit des Autors hat und zum anderen auch das Fachwissen. Als nächstes habe ich hier ein Buch von Tanja Salkowski mit der richtigen Ernährung gegen den Seelenblues. Einfache und wirksame Hilfe bei Depression, Burnout und Stimmungstief. In meinem einen Lesemonat habe ich schon erzählt, dass ich bei dem Titel erstmal etwas skeptisch war, weil ich es immer ein bisschen seltsam finde und immer ein bisschen skeptisch bin, wenn Hilfsmöglichkeiten so direkt als einfach dargestellt werden, weil ich mir dann denke, wenn es so einfach wäre, würden es alle Menschen machen und dann wird es keine Menschen mehr geben, die an einer Depression erkrankt sind. Aber dadurch, dass ich wusste, dass die Autorin auch selbst Erfahrungen mit Depressionen hat, habe ich das Buch dann trotzdem gelesen und ich fand es auf jeden Fall auch sehr interessant. In dem Buch geht es um den Einfluss von Ernährung auf unser seelisches Wohlbefinden und welche Rolle dabei auch verschiedene Lebensmittelbestandteile spielen. Das fand ich total interessant. Also generell weiß man vieles ja auch, also dass Obst und Gemüse gesund ist zum Beispiel. Aber den Fokus auf der seelischen Gesundheit fand ich nochmal einen neuen Aspekt. Also ich hatte vorher noch nie mich mit Ernährung beschäftigt, dahingehend, dass der Fokus auf der seelischen Gesundheit liegt. Deshalb fand ich es sehr interessant. Zwischendurch gibt es auch immer wieder Seiten, die man ausfüllen kann,
und Übungen zur Selbstreflexion. Und am Ende gibt es auch ein paar Rezepte von der Autorin, was ich auch total schön fand. Das letzte Buch, das ich euch in diesem Video zeigen möchte, ist wieder ein Buch aus der Angehörigenperspektive, weil, wie ich auch schon in dem ersten Video gesagt habe, finde ich es total wichtig, dass auch Angehörigen Gehör geschenkt wird und dass die nicht vergessen werden. Deshalb habe ich hier noch das Buch von Dominik Schottner, Dunkelblau, wie ich meinen Vater an den Alkohol verlor. Der Autor erzählt die Geschichte seines alkoholkranken Vaters und wie er das als Sohn erlebt hat. Er hat das Buch geschrieben, nachdem sein Vater schon gestorben ist. Deshalb gibt es viele Rückblenden und der Autor beschäftigt sich mit der Frage, wie konnte es dazu kommen und versucht im Nachhinein den Gründen auf die Spur zu gehen. Beim Lesen hätte ich mir manchmal gewünscht, dass es noch ein bisschen mehr um das Erleben des Autors geht, also wie er sich in den verschiedenen Situationen gefühlt hat, was für Gedanken er hatte und wie er jetzt mit den Gefühlen im Nachhinein auch umgeht. Aber ich fand es trotzdem sehr berührend zu lesen und finde es total wichtig, dass es solche Bücher gibt. Das waren auch schon alle 5 Bücher, die ich euch in diesem Video zeigen wollte. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt und ihr euch auch für solche Bücher interessiert, dann kommt ihr hier zu dem ersten Teil. Und wenn nicht, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!